Danke. Danke schön. Danke. Das ist ja ganz schön. Moment. So. Geht? Mein Vater war Weihnachtsweltmeister. Die Tage vor dem Weihnachtsfest, der heilige Abend selbst, die Zeit bis zur Ankunft der heiligen drei Könige, alles hatte einen wunderbaren Zauber. Und alles stand so wunderbar, außer Zweifel. Dieser Zauber hat ganz gewiss nicht nur uns Kinder, also uns drei Töchter ergriffen, sondern auch die Älteren, die da mitgefeiert haben. Eben unser Vater, unsere Mutter, eine etwas ältere Cousine und die Großeltern. Und wir Geschwister haben uns fest vorgenommen, wenn ich einmal groß bin und selber Kinder habe, dann mache ich das auch so. Sogar wenn ich schon eine Großmutter bin. Und das habe ich eigentlich geschafft, nicht? Ja, aber es war eben damals in deiner Kindheit. Ja, doch. Danke. Aber es war eben damals in deiner Kindheit, in unserer Kindheit, ja wirklich alles ganz anders. Der Wohlstand, dann die Übersättigung, waren noch lange nicht ausgebrochen. Die Freude über Nüsse, Äpfel und selbst gehäkelte Socken, wie man das aus alten Erzählungen kennt, wurde allerdings bei uns schon durch etwas andere Geschenke ausgelöst. Das Spielzeugauto, die Eisenbahn. Ja, und mitten im Krieg, wir wohnten damals in Tirol, in Sölden, weil in Wien die Bomben fielen und der Papa hat einrücken müssen, da habe ich eine Uhr bekommen. Ich war gerade in der ersten Klasse Volksschule. Eine eigene Armbanduhr. Und hast dich wohl sehr gefreut. Na und wie? Na gut, die Uhr hat zuvor meiner Mutter gehört, aber das hat meine Freude an diesem Weihnachtsabend nicht kleiner gemacht. Dein Vater war eingerückt. Ich weiß, bei den Gebirgsjägern. Aber er war doch schon fast 50 Jahre alt. Und vor 1918 war er Offizier gewesen. Und jetzt musste er als einfacher Soldat an die Front? Ja, zur Strafe. Sippenhaftung hat man das damals genannt. Mein Onkel Paul war im Gefängnis. Er hat eine Widerstandsgruppe finanziell unterstützt. Und er hat sich bei öffentlichen Auftritten nicht immer im Sinn der aktuellen Politik geäußert. Selbst diese Kriegserinnerungen haben die Weihnachtstage bis in die Mitte der 50er Jahre mitgeprägt. Man hat am Heiligen Abend brennende Kerzen in die Fenster gestellt, um an die tausenden Kriegsgefangenen zu erinnern, die immer noch irgendwo in Sibirien in einem Lager waren. Unser Vater hat diese letzten Kriegsmonate unversehrt überstanden. Er kam heim. Zuerst noch nach Tirol. Da sind wir länger geblieben in unserem Wiener Haus, also in meinem Elternhaus, waren ja die Besatzungssoldaten des Jahres 1945. Zuerst die Russen und dann die Amerikaner. In diesen Tiroler Wintern hat es unglaublich viel Schnee gegeben. Daran muss ich immer denken, wenn sich die Menschen beklagen, dass das doch jetzt keine Winter mehr sind. Ein Weihnachtsabend ohne Schnee, und das war damals unvorstellbar. Ja, dabei war in Bethlehem doch seinerzeit auch kein Schnee. Aber das war für uns damals in der Kindheit doch nicht das Entscheidende. Wichtiger waren der Christbaum, Stille Nacht, Heilige Nacht, gesungen und die maßlose Freude über Geschenke. Und die konnten durchaus auch einfacher sein. Die Ritterburg war halt nicht aus einem vornehmen Spielzeuggeschäft in der Innenstadt von Wien. Die hatte der Großvater selbst gebaut. Und die Dose mit dem Lebkuchen aus Nürnberg kam jedes Jahr aufs Neue. Jetzt eben angefüllt mit dem Lebkuchen aus der Werkstätte des Christkinds und der Assistenz der Großmutter. Und dann langsam waren die Weihnachtsgeschenke weniger arm. Aber das war auch gar nicht so wichtig. Na doch, doch, Geschenke waren immer wichtig. Gesungen haben wir immer. Und wenn wir, das haben wir beide doch auch so gemacht, jemanden eingeladen haben, der sonst am Heiligen Abend allein gewesen wäre,
Und der hat dann gestanden, dass er nicht singen kann. Dann haben wir eben geprobt und den Text wiederholt, bevor es losgegangen ist. Auch ein Weihnachtsfest braucht eine Vorbereitung und seine Einstimmung. Dass man eben all das ernst nimmt. Ernst nehmen, ja. Ernst bleiben, das kann manchmal schwer sein. Als ich im Tiefschnee als Weihnachtsmann verkleidet im Auto unterwegs war und vor mir ein beschwipster Weihnachtsmann-Kollege in Schlangenlinien die Straße überquerte. Ja, das haben wir auch erlebt. Unsere Eltern hatten einen Theaterkollegen gebeten, dieses Amt zu übernehmen. Und der war bei seiner Ankunft schon so sehr über der Promillegrenze, dass er vergessen hatte, dass er unter dem offenen weihnachtsmännlichen Bademantel noch eine Pyjamahose anhatte. Und im Vorgarten laut und falsch leise rieselter Schnee gesungen hat. Egal, wenn am Ende doch die Stimmung stimmt, die wir durch unsere Adventlesungen erwirken. Für uns und hoffentlich für viele andere Menschen. Und eben das ist die Adventszeit. Auch Menschen, die mit einem christlichen Glauben wenig im Sinn haben, brauchen Zeiten der Stille und der Besinnung. Und vielleicht werden auch sie von der Vorfreude anderer angesteckt. Und während ich für unser Publikum an diesen Abenden lese und erzähle, da bemerke ich, wie meine eigene Stimmung sich auf andere überträgt. Dass ich mir vieles aus der Kindheit in die Gegenwart habe retten können. Dass ich also in all den Jahren nicht zynisch geworden bin. Und das wünsche ich Ihnen allen. Heute einen stimmungsvollen Advent und in 4 Wochen frohe Weihnachten!